Grundsätzlich hat die Immobilienbranche gute Aussichten, eingebettet in ein sehr günstiges gesamtwirtschaftliches Umfeld. Das ist ein bisschen differenziert, soweit ich das beobachten kann, je nachdem, in welcher Lage ich mich befinde und je nachdem, um welche Immobilie es geht. Da ist wahrscheinlich die Gewerbeimmobilie oder die Büroimmobilie im Moment etwas attraktiver als die Wohnimmobilie. Aber auch das hängt von der Lage ab. Wenn ich mich im unmittelbaren Stadtumfeld Frankfurts bewege, dann ist das vermutlich etwas anderes wie in jedem Ballungsraum, ob jetzt München, Köln, Düsseldorf, Hamburg oder andere bis hin nach Berlin. Wenn ich aber weit weg bin, dann muss ich mir das sehr genau angucken. Dann würde ich da auch sehr genau überlegen, ob ich dort investiere. Wenn Sie das aus der Sicht des Nutzers betrachten, dann müssen Sie es sogar durchsetzen, weil die zweite Miete immer höher wird und am Ende der Nutzer sehr genau schauen wird, ob er nicht unter Umständen über die Nebenkosten dermaßen hohe Belastungen tragen muss, dass das für ihn unattraktiv wird. Also der Investor muss sich überlegen, wie er baut, damit nachhaltig auch wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann. Dafür ist verantwortliche Unternehmensführung und verantwortliche Investitionstätigkeit ja eigentlich gut ausgestattet, solche Trends abzuschätzen und sich auch frühzeitig darauf einzurichten. Von daher sehe ich das nicht als Risiko, sondern als Chance. Was durchaus passieren kann, ist, dass im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel in den nächsten 20 oder 30 Jahren bestimmte Lagen, bestimmte Regionen, bestimmte Teile der Bundesrepublik Deutschland mit wesentlich weniger Bevölkerung ausgestattet werden sein. Und dann muss man damit rechnen, dass auch der Wert vieler Immobilien entsprechend negativ tangiert wird. Umgekehrt, es gibt einen Trend in die Städte und auch das macht auf der Immobilienseite und auf der immobilienwirtschaftlichen Seite durchaus attraktive Trends. Wenn Sie sich globale Trends anschauen, darunter den, dass immer mehr Menschen in Städten wohnen, und wenn Sie sich dann die globalen Trends der Bevölkerungsentwicklung und des Ressourcenverbrauchs, insbesondere des Energieverbrauchs, anschauen, dann sehen Sie, dass Deutschland Immobilienwirtschaft, technologisch und auch in jeder anderen Hinsicht gut gerüstet ist und eigentlich wir in der Welt noch viel Geschäft machen könnten. Was vielleicht uns im Weg steht, ist hier und da die mittelständische Struktur. Die Risiken, die dort abgefedert werden müssen, sind eher eine politische Aufgabe, vielleicht auch eine Aufgabe der Verbände und Wirtschaftsvereinigungen. Aber das ist bewältigbar. Strich und das Ganze. Ich glaube, dass in den globalen Entwicklungen die deutsche Wirtschaft eine sehr, sehr große Chance hat. Weiß ich nicht. Das ist nicht so unbedingt das Gebiet, auf dem ich mich besonders sachkundig fühlte. Ich sehe nur, dass manche Trends sich eben wandeln. Zum Beispiel 2003 wurde weltweit über den kranken Mann in der Mitte Europas geschrieben und geredet, eigentlich gefaselt. Heute sind wir Lokomotive. Ein erstaunlicher Wandel innerhalb von 7 Jahren. Und dass früher, Sie haben die ehemalige DDR erwähnt, dort Immobilien angeboten worden sind, deren Preis sich nur aus der Steuerersparnis gerechtfertigt hat, nicht aber aus der Immobilie und ihrem möglichen Ertrag. Das ist so eine von diesen spekulativen Fehlentwicklungen, die immer mal vorkommen. Ob man dem mit einem Zertifikat entgegenwirken kann, das sollen andere beurteilen.